Irgendwas wollte ich doch springen irgendwo. Einfach nur so, um mal zu springen. Hm. Erstmal nicht. Juhu, Redstone. Juhu, noch mehr Redstone. Ach, müssen wir aufpassen, dass wir auch Platz haben. Ach, das ist ja jetzt doof hier. Alter. Ach. Hier. Gutes. Boah. Das Wasser. Na gut. Fackel hier, Fackel da, da ist noch Redstone. Ich glaube, das Inventar war voll, deswegen haben wir es auf Redstone liegen lassen, weil wir den auch nicht wirklich dringend gebraucht haben. Gucken wir mal, 29, ja, können wir noch ein bisschen was mitnehmen, komm. Wenn wir was bauen wollen. Brauchen wir ihn ja für unsere kleine, ja, eine Ernteautomatik halt. Auf Kies kann man zum Glück noch ausweichen, außer es kommt so ein riesen Fontänenkies runter. Gut. Ach, hier genau, da sind wir hergekommen. Jetzt trotzdem noch mal hier runter und sprengen mal das Kiesvorkommen. Dann haben wir nämlich einen Inventarplatz mehr und haben ganz viel Kies. Uah! Cool. Ach, wir sollten öfter sprengen. Gut, ich weiß, von diesen Rohstoffen, die da liegen, geht immer ein Teil verloren. Bisschen Platz haben wir noch. Redstone. Was macht einfach Spaß. Und es geht verdammt schnell. Ich habe letztes Mal Meter ausprobiert. Also wenn wir in Meter gehen, sammeln wir mal vorher wirklich mal richtig viel Springpulver und statt mal eine richtig schöne Springaktion. Achso, ne, wir haben noch Platz. Wieder Platz, besser gesagt. Und springen uns nochmal schön das nächste Mal quer durch den Meter. Alter, das Geist. Oh, ich habe nicht gewusst, wo Lava ist. Boah, überschreck mich doch nicht so. Ich gerade nicht im Überblick habe, wo ich runterfallen darf und wo nicht. Ach, das ist hier, das haben wir von oben gesehen. Mann, dumme Ratte. Gut, das geht da rein, dann gehen wir mal hier hoch. Das sind auch überall Fackeln. Da haben wir uns. Aua! Mann! Hoch, hoch! Oh, das Kampfskelett hier, Silberskelett. Mann! Komm hier, bevor du dich verwandelst. Das soll uns doch geben. Ach. Holzschaufel. Wie gesagt, die Werwölfe haben ja dann das gute Zeug und ach, wir hätten ja Goldschwert sogar gehabt. Das ist schon wieder diese dumme Schaufel. Die Musik passt irgendwie gerade nicht hier zur Stimmung, aber naja. Zombie! Oh. Es werden immer mehr. Ach, ich glaube, die spawnen jetzt auch welche, wenn die angegriffen werden. Hm.
Schon wieder so witzige Musik hier für Höhle. Ist irgendwie nix. Ey, Kohle müsste man eigentlich. Muss die Kohle noch einsammeln. Oh. Mann. Ratte. Was ist denn hier mit... Essen, wieso muss man jetzt in letzter Zeit so oft essen? Das ist irgendwie... Nimmt der Hunger viel schneller zu. Wir haben doch bloß auf einfach. Boah, ja. Ja, eine ganze Zombie-Familie, na klar. Das ist nur ein Baby-Zombie, hä? Mann. Ich will bloß so wohl Kohle abbauen. Ihr tut fast so, als würde die Höhle euch gehören. Boah. Ja, auf jeden Fall wird es dann noch lustig mit den weiteren Monstern dann. Oh. Gut, dann wird die Landschaft nicht mehr zerstört. Aber es wäre auch zu viel mit den Ogern. Die hauen dir ja dein Haus mit 5 Schlägen auseinander. So schnell können wir das ja gar nicht reparieren, wie die dann die Landschaft zerstören würden. Die anderen Viecher, vor allem mit die großen Golems, die Teile einfach anziehen an sich. Und ich jetzt keinen Überblick mehr habe, wo ich überhaupt hin muss. Aber das ist ja auch erstmal... Nebensächlich, hä? Okay. Sieht's mit Kies aus? Ach, Mann. Boah. Keine Ruhe mehr. Ja, noch einer. Mann. So, jetzt aber. Toll. Ich dachte, wir kommen noch irgendwo zu einer anderen Höhle. Stirb. Immer nerven. Ja. So kennen wir euch Zombies. Will hier nur in Ruhe einsammeln. Schon wird man von einer kleinen Armee nerviger Zombies angegriffen. Demnächst auch noch von einer Armee kleinen Zombies. Also, gibt's ja mittlerweile schon. Aber die sind noch eher seltener. Die Baby-Zombies. Geht's hier unten hin? Okay, hier gibt's schon mal nichts. Boah! Ah. Zombies! Also auf einem höheren Schwierigkeitsgrad wäre das zurzeit richtig heftig. Okay, Kohle. So. Kommt noch einer? Nee. Oder röcheln die hier hinter der Wand rum? Ja nie. Wo die sich gerade aufhalten. Oh. Oh. Pilz weg hier. Ah. Zombie Spawner. Zu viele Zombies auf einmal. Zu viele Zombies auf einmal. Zu viele. Machen wir auf jeden Fall wieder. Flamme. Ganz viele Fäden.
Hier, komm. Da, da. Goldhelm auch da. Kann man mitnehmen. Faden noch mitnehmen. Das wieder auf jeden Fall. So. Sieht erstmal gut aus, so, dass wir das alles hier mitnehmen. Die würde ich auch gerne mitnehmen. Obwohl die Moossteine hier nicht so aussehen, wie ich es in Erinnerung habe, sondern anders, aber naja. Ist ja auch doof. Zombie-Spawner hier. Ach, da. Okay. Dann könnte man hier so rüber jumpen. Da. Kommen wir wieder raus. Dann markieren wir uns das mal hier. Ach. Zombie-Spawner. Wieso heißen die überhaupt Zombies? Wer hat denn sich das ausgedacht? Das ist mal eine gute Frage. Weiß das einer von euch? Wenn das jemand weiß, dann schreibt das doch bitte mal in den Kommentaren, warum die Zombies Zombies heißen. Und nehme ich davon. Ach. Nee, der Mann. Ah, doch noch einer gespawnt. Also, wieder raus hier. Muss ja eine Bewandtnis haben. Jeder Name hat auch einen Grund, soweit ich weiß. Warte mal, wie sieht's aus mit. Zwei können wir noch mitnehmen oder was? Hier. Na komm. Wir suchen den schnellsten Weg nach draußen. Ah. Creeper. Ich muss den Creeper als erstes erledigen. Ach, Mann. Kohle hat keinen Platz mehr bei uns. Ach, stirb doch einfach. Jetzt haben wir keinen Platz mehr für die Pflastersteine, aber Eisen haben wir noch, oder? 37, ach, mal mit damit. Komm hier. Zack. Gehen wir Richtung oben. Ja. Es geht auch langsam das Essen aus, also. Langsam rausgehen. Ach, da war Ratte. Geht's hier raus? Geht's auf jeden Fall immer weiter hoch. Höher, höher, höher. Ja. Geht's wieder runter? Mann. Ich glaube, wir haben uns letztens schon hier verirrt und mussten uns rausgraben irgendwie. Ich habe jetzt aber keine Lust drauf. Ich will den Ausgang auf normale Art finden. Tja. Wo haben wir denn hier ein paar? Da? Das, das und das hier. Ach, Mann. Immer diese Sackgassen. Oh, verdammt. Ach, Leute. Wenn diese Höhlen nicht immer so zum Verlaufen gebaut wären. Von da drüben kommen wir aber. Vielleicht kommen wir hier zurück in diese große Schlucht, aus der wir kommen. Oder vielleicht auch nicht. Sackgasse. Oh, ich müsste wirklich Sackgassenschilder aufstellen.
Oder so ein Exit-Schild irgendwo.